Der Tod begleitet mich auf Schritt und Tritt. Als Detective der Mordkommission und durch mein Schicksal. Berühre ich eine Leiche, erlebe ich, fühle ich seine letzten Momente, seinen Tod. Diese Gabe ist Segen und Fluch zugleich, denn ich bin der toten, verbliebenen Stimme, verdammt dazu, ihnen zu lauschen. Fürchterliche Schmerzen, entsetzliche Furcht, markerschütternde Schreie und große Panik. All dies fühle, erlebe ich, sobald ich einen ermordeten Menschen berühre. Es ist meine Gabe und mein Fluch, ihre letzten Stimmen zu vernehmen. Ich spüre die Schmerzen, fühle die Todesangst, höre die Schreie. Ich fürchte mich vor mir selbst, habe Angst vor meiner verfluchten Gabe. Ich will keinen Toten mehr berühren, nie mehr den gewaltsamen Tod eines Menschen so miterleben. Lasst mich in Ruhe! Seid still! Biohazard Studio präsentiert Reading the Dead, ein Hörspiel nach dem Computerspiel von Deck 13, zu hören in 2012. Auch wenn du mich nicht siehst, ich bin immer hinter dir.